Immer noch auf der Suche nach der Wohnung von Aaron. Aber jetzt erstmal hier im Skin Market. Gucken da auf der anderen Seite hatte ich auch noch eine Wohnung gesehen. Da kommen wir her, von da, aber hier rechts noch. Können bestimmt auch noch einsteigen und irgendwas abstauben. Heben wir das Ganze doch mal auf. Ich sehe es doch schon glitzern. Kerzenständer. Wo auch immer Garrett das hinsteckt. Das Bild scheint nichts wert zu sein. Kann ich auch nicht mit interagieren. Also kein Safe dahinter. Natürlich sehr schade. Hier im Schrank noch irgendwas? Nö. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir mal weiter Richtung Alte Mühle. Beim Rausgehen aus den Fenstern hätten sie das auch ruhig irgendwie automatisch machen können, den Prozess. Das ist so doch ein bisschen nervig, sage ich mal. Gehen wir mal hier außen rum. Ich denke, das wird das Beste sein, wenn wir hier lang gehen. Vielleicht hier durch. Oh ja. Das sieht doch so aus. Wurfobjekte. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das unten eigentlich auch aufmachen? Nee. Okay. Bücher. Was blinkt denn hier noch? War das das Wurfobjekt? Das Ding hier irgendwie, aber kann ich nicht nehmen. Okay, keine Ahnung. Ein Bug oder ist es auch ein Wurfobjekt, was ich einfach nicht benutzen kann? Kann ich da rüber springen? Ne, da ist ein Zeug dran. Ist wahrscheinlich nicht so gesund. Darüber wird wahrscheinlich ganz gut sein. Also es ist doch relativ weitläufig. Hätte ich so eigentlich gar nicht erwartet, muss ich gestehen. Dass die einzelnen Viertel dann nochmal einigermaßen, ja jetzt nicht groß, aber einfach, dass es so viele Viertel gibt. Hatte ich doch kleiner erwartet, weil in den alten Teilen war es halt wirklich so, außer im dritten, meine ich, dass man immer sehr schnell bei seiner jeweiligen Mission war und gar nicht mal so sehr in der Stadt irgendwie unterwegs war, außer die Stadt war Teil der Mission, wie im ersten Teil, wo man die Attentäter verfolgt. Sonst ging das eigentlich immer recht fix alles. Das hier sieht irgendwie wohlhabend aus. Aber hier ist nichts. Vielleicht zum Bild. Ah ja. Okay. Ehrenzeichen der Wache. Büste des Barons. Da haben wir irgendwas scheinbar abgesnackt. Irgendeinen hochrangigen Wachmann. Aber die haben es dann auch verdient. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, komm schon. Nee, da hoch, Garrett. Nicht hier runter. Kann er da ranspringen? Nee, warum nicht? Jetzt mach mich nicht schwach, Garrett. Ich würde gerne rüber. Nee. Er möchte aber nicht. Kann ich hier von der anderen Seite daran? Auch nicht, okay.
Ist natürlich jetzt mistig. Uhuhu. Oh shit. Hier sind ganz schön viele Leute, die wollen wahrscheinlich nichts von mir, aber ich auch nichts von denen. Das schrauben wir mal ab. Wie ich das gerade aus dem Augenwinkel gesehen habe. Karls Mühle. Ja, da sind wir sogar schon direkt richtig, denke ich mal. Wenn das hier die Mühle ist, müssen wir jetzt hier irgendwo rein. Aber ich weiß noch nicht so ganz wie und wo. What the fuck war das? Okay. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Erstmal essen und Fokus auffüllen. Das war so nicht ganz geplant, aber ich bin immerhin da, wo ich hin muss. Aarons Versteck. Jawohl, betreten. So ein bisschen um, hier wird wahrscheinlich keiner sein. Wäre zumindest arg komisch, wenn die Mühle verlassen ist. Hier irgendwelche Leute rumspeikern. Ob hier noch irgendwas ist? Nö. Also hier geht's schon mal nicht lang. Der Schalter ist praktisch unsichtbar. Vielleicht finde ich noch mehr davon. Aaron hat hier überall Fallen gelegt, um ungebetene Gäste aufzuhalten. Ich muss vorsichtig sein. Ja, das ist schon mal super. Und wie wir wissen, sieht es mit dem Töten nicht so gesehen, wie Garrett das sieht. Das heißt, wenn ich hier irgendwie wahrscheinlich einmal falsch trete, gibt's hier dick ins Gesicht oder so. Sehen wir hier nicht sonderlich viel. Vor sich eine Druckplatte, denke ich. Ja. Und hier auch. Also über den Kasten. Hier, hier klebt noch Blut, sehr gut. Aber bisher einigermaßen safe aus. Klettert mit der Leiter hoch. Bisher alles cool. Da geht's weiter nach oben. Hier sind Sachen zum Klauen, nämlich Nahrung erstmal. Noch irgendwas? Ne, hier sind welche Pläne. Delivery. Ja, okay, hier ist aber sonst nichts. Was haben wir hier? Ein Lagerraum oder sowas. War das ein Bild von Geralt aus dem ersten Teil? Das sieht aus wie ein Bild von Geralt. Kann ich da reinzoomen? Nee. Könnte ein Easter Egg sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sah für mich sehr nach einem, nach dem Geralt aus Dark Project aus damals. Wäre jedenfalls cool, das hier an dieser Stelle einzubauen von den Entwicklern. Okay, ja, hier geht's schon mal nicht weiter. Deshalb lieber da drüben hoch. Lieber hier lang.
Hier haben wir einen Schalter. Ach, hier können wir von oben wahrscheinlich da runter droppen. Ja, genau. Hier geht's runter in ihr Versteck. Da unten müsste auch quasi das Porträt von Garrett sein. Du bist noch nie hier gewesen, oder? Aaron? Ja. Was ist denn los, Garrett? Bin ich dir endlich zuvor gekommen? Sehr gut, dass er erstmal hier jetzt den Max Payne-Albtraum hat. Kann ich klettern? Ne, kann ich nicht. Ich kann mich nur normal bewegen. Ja, sprinten kann ich auch. Wieso bist du hier? Du bist tot. Vielleicht warten hier die Toten, wenn sie sonst nirgends hin können. Und jetzt bist du hier. Bist du tot, Garrett? Ich hoffe nicht. Folge mir zur Wahrheit. Ja, dann beweg dich doch. Okay. Ich hab dir zugesehen. Ich wollte sein wie du. Wir ähneln uns. Warum habe ich's probiert? Die Welt hat schon einen Garrett. Was willst du von mir? Du sollst einen Schlüssel zur Wahrheit stehlen. Von früher, bevor ich Aaron wurde. Aber du musst ihn selbst finden. Das sind die Regeln. Such danach. Ich sag dir, wenn du nah dran bist. Okay, ich verstehe nur Bahnhof. Das sieht nach Konzeptzeichnung aus. Na dran. Etwas weiter noch. Sind wirklich in der Tat Zeichnungen aus dem Einser. Es ist, als wollte Aaron, dass ich etwas finde. Ich kann nicht gehen, ohne nachzusehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zeichnungen eigentlich sind. Sie hat hier gemalt. Und das... Jetzt hat die Mühle aufgehört, sich zu bewegen. Zumindest das hier sieht echt aus wie der Garrett aus Teil 1. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Okay, oder drücken ihm ins Auge. Was ist das? Und warum hat der Aaron es? Gute Frage, Garrett. Gute Frage. Das hat uns unserem eigentlichen Ziel, nämlich den Zugang zu dem Bordell zu finden, nicht wirklich näher gebracht. Würde ich so spontan jetzt behaupten. Naja, verlassen wir das mal. Gucken, ob es da irgendwie weitergeht dann für uns. Das scheint irgendwie was mit Aarons Vergangenheit zu tun zu haben. Auf zum Haus der Blüten. Es hat rote Lampen. Also suche ich rote Lampen. Ich finde das Bordell. Schlauer Garrett. Aber wer hat denn was von roten Lampen erzählt? Also das ist jetzt gerade ein bisschen unlogisch. Dieser Zusammenhang erschließt sich mir jetzt nicht wirklich. Wo Garrett diese Info jetzt her hat. Weil wir haben ja irgendwie kein Schriftstück oder sowas gelesen. Was darauf hingedeutet hätte.
Ich meine, irgendwo ist es klar, dass ein Bordell rote Lampen hat. Aber es wurde irgendwie jetzt nicht hier großartig erklärt. Es hätte ja gereicht, wenn wir da einfach einen Zettel gefunden hätten, von Aaron geschrieben. Mit dem Hinweis, das Haus der Blüten hat rote Lampen. Fertig. Aber das gab's irgendwie nicht. Finde ich jetzt ein bisschen eigenartig, aber okay. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, interessiert sie nicht weiter? Wie komme ich denn hier jetzt? Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Hier bin ich hardcore falsch. Ich muss zurück in das andere Viertel, glaube ich. Oder zumindest ans Ende von diesem Viertel hier. Schnell hier wieder auf die Dächer, damit ich einigermaßen sicher bin. Raker's Ditch. Ja, okay, das sieht doch gut aus. Was haben wir hier? Bilderrahmen, den wir mitnehmen können. Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Brot gestohlen. Die Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Tja. Das ist natürlich nicht so gut dann. Ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. Wo wir hier hin müssen. Da unten leuchtet es doch schon rot. Raker Stitch. Der Eingang des Hauses der Blüten muss hier irgendwo sein. Ja, ich denke nämlich das, was ich gerade hier schon gesehen habe, da unten, nämlich in die Kanalisation. Kommt schon, Mädels. 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Wie lange? Bis du wieder Geld hast, Edmund. Also für den Rest deines Lebens. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erträgt. Du genießt das viel zu sehr, Mädchen. Nein, Edmund. Gerade im richtigen Maße. Okay. Kann ich das irgendwie... Okay, auslösen wollte ich fragen, dass es runterfällt. Scheinbar nicht. Wir müssen hier irgendwie hoch. Aber dazu müsste das da in der Tat runter. Ha. Wie kriege ich jetzt dieser Pump jetzt hier noch raus? Ich kenne doch Schritte, wenn ich sie höre. Gut. Komm raus, wenn du da bist! Den müssen wir gerade kurz umnocken. Der hat mich da jetzt etwas überrascht gerade. Ich will jetzt gerne noch seine Geldbörse klauen. Okay. Einfach nochmal anfassen sozusagen. Kann ich nicht hier... Ich könnte diese Brücken irgendwie runterschießen, aber wie? Okay, also einfach draufschießen bringt nichts. Oben rüber. Geht auch nicht, würde ich spontan behaupten. Knacken wir hier mal das Schloss.
überlege ich mir gleich mal, wie wir da rüberkommen könnten. Oder vielleicht finde ich hier drin irgendwie einen Schalter oder so, der die Brücke auslöst. Ich muss definitiv auf die andere Seite. Das sieht ja nicht nach Brückenschalter aus. Sieht mir nach Sackgasse aus. Okay. Hier an der Seite vielleicht irgendwo. Ach, okay. Wir nehmen vielleicht einfach mal hier den Schalter. Klack. Sehr schön. So, dann mal hier in die dunkle Ecke vor den roten Laternen und dann geht's morgen weiter.